Time travel? Yes. Accessing science fiction? No, no, practical application. My question is, why can't one change the past? Because one cannot travel into the past. In eine futuristische Maschine einsteigen oder auch in ein altes Auto, das gewünschte Datum eingeben und ein paar Visual Effects später befindet man sich hunderte Jahre in der Vergangenheit oder eben in der Zukunft. So oder so ähnlich wird es zumindest in den Medien dargestellt, wenn es um eine Reise durch die Zeit geht. Und auch in diesem Video beschäftigen wir uns mit Zeitreisen oder besser gesagt mit Zeitreisenden, denn ob und wie das in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen funktioniert, ist eher ein Thema für eine Blueprint-Beifolge. In diesem Video geht es um fragwürdige Bilder, die eventuell Beweise dafür sein könnten, dass einige Menschen bereits in der Zeit hin und her gereist sind. Auch wenn du nicht an Zeitreisen glaubst, könnten dich diese Bilder hier eventuell zum Nachdenken bringen. Viel Spaß! Es gibt auf dem alten Kanal auch ein Video über Zeitreisende, die möglicherweise auf Kamera festgehalten wurden. Einige von den in dem alten Video erwähnten Bildern sind mir auch bei meiner jetzigen Recherche aufgefallen. Und manche dieser Bilder und Geschichten sind heutzutage sogenannte Urban Legends, über die sogar ein Wikipedia-Artikel geschrieben wurde. Denn es gibt eine ganze Reihe alter Bilder, auf denen verdächtig futuristische Menschen zu sehen sind. Was ich damit meine? Naja, zum Beispiel dieses Bild hier. Es ist ein Ausschnitt aus dem Bonusmaterial vom Film The Circus von Charlie Chaplin aus dem Jahre 1928. Und wenn man genau hinguckt, sieht es so aus, als würde sich die Frau ein Handy ans Ohr halten. Ich weiß, die Qualität ist nicht die beste und auch ich denke mir dabei, dass das ein Handy ist, könnte ja jetzt jeder behaupten. Man geht davon aus, dass es sich um eine Art Hörgerät handeln soll, das damals gerade entwickelt wurde. Oder vielleicht ist es doch ein Handy und die Frau ist eine Zeitreisende. Auf diesem 1938 geschossenen Bild hat die Frau in der Mitte eine ähnliche Pose wie die Dame im ersten Bild. Und sie hat auch definitiv irgendwas in der Hand. Oder sie hat sich in diesem Moment einfach nur am Gesicht gekratzt und das Schwarze im Bild ist der Schatten ihrer Hand. Und auch dieses Bild ist ein sehr interessantes Bild. In einem Tweet postete ein Mann dieses Bild von einem Strand in den 1950er Jahren. Sieht auf jeden Fall nice aus, da wäre ich jetzt auch gerne. Aber Moment, schaut dieser Mann dort etwa auf sein Handy? Mal abgesehen davon, dass er einen kompletten Anzug am Strand anhat, aber das war damals wohl gar nicht so unüblich. Doch hat der Mann im Bild wirklich schon ein Handy in der Hand? Circa 40 Jahre vor der Entwicklung von Mobiltelefonen? I doubt it. Die meisten Menschen und auch wir gehen davon aus, dass sich der Mann im Bild eine Zigarette dreht und nicht mit seinem Anzug durch die Zeit an den Strand gereist ist. Obwohl die Theorie, dass er ein Zeitreisender sein könnte, definitiv interessanter ist. Aber das wohl bekannteste Bild, auf dem ein vermutlich Zeitreisender zu sehen ist, müsste diese Aufnahme sein. 1941 wird die South Fork Bridge in Kanada eröffnet. Mitten unter den der Zeit angepassten Leuten steht ein Mann, der aussieht wie ein moderner Hipster. Und er hat sogar eine Spiegelreflexkamera in der Hand. Zumindest sieht es sehr stark danach aus. Dieses Bild kursiert schon länger im Internet und es wurde auch schon weitestgehend analysiert. Die Art der Brille gab es auch schon in den 1920er Jahren. Das T-Shirt sieht zwar gedruckt aus, bei genauem Hinschauen könnte man aber auch annehmen, dass es ein Shirt mit einem eingenähten Sportlogo ist, was damals auch schon von Sportfans getragen wurde. Warum er in diesem Look mit der Brille bei einer Brückeneröffnung rumgehangen hat und ob es nun wirklich eine Kamera ist, die er in der Hand hält, werden wir wohl nie erfahren. Was denkt ihr? Sind diese Menschen wirklich in der Zeit zurückgereist oder nimmt hier die menschliche Vorstellungskraft mal wieder überhand? Kommen wir nun zu den Bildern, die sich nicht ganz so leicht erklären lassen. Denn es gibt viele, und ich meine wirklich sehr viele Bilder oder auch Gemälde dieser Art. Gemeint sind alte Bilder, Zeichnungen oder Gemälde, auf denen Menschen zu sehen sind, die eigentlich in unserer Zeitlinie leben. Oder andersrum gesagt, Menschen aus der Vergangenheit, die heutigen, meist berühmten Personen, sehr ähnlich sehen. Beispiele gibt es, wie bereits erwähnt, unzählige. Wie etwa dieses Gemälde betitelt Portrait of a Man von 1530. Der sieht doch Keanu Reeves schon ziemlich ähnlich. Oder diese Bilder vom russischen Präsidenten Putin. Einmal 1920, einmal 1941 und als Vergleich eins von 2015. Es gibt sogar Leute, die behaupten, Putin könnte ein Vampir und somit unsterblich bzw. extrem alt sein. Wahrscheinlich die gleichen Leute, die auch glauben, Nicolas Cage wäre ein Vampir. Da gab es 2011 einen Verkäufer, der dieses Bild für ganze 1 Million $ auf eBay verkaufen wollte. Und er ist bis heute der festen Überzeugung, Cage wäre ein Vampir und dieses Bild würde es beweisen. Und nicht nur in Amerika, auch hier in Deutschland gibt es ab und zu mal solche Theorien.
Wie zum Beispiel in den letzten Wochen, als ein Bild aus den 1920er Jahren aufgetaucht ist, auf dem ein Mädchen zu sehen ist, das einer gewissen Greta wirklich extrem ähnlich sieht. Während wir jetzt im Hintergrund noch weitere Beispiele zeigen werden, würde ich ganz gerne meine Meinung bzw. meine Erklärung zu diesen Bildern abgeben. Denn auch wenn der Gedanke, dass all diese Menschen in der Zeit zurückgereist sind oder zum Beispiel auch wiedergeboren wurden, an sich sehr interessant und spannend ist, ist die logische Erklärung dahinter eigentlich recht simpel. Zumindest so wie ich das sehe. Denn wir kommen alle aus einem Genpool. Der Großteil unserer DNA ist bei jedem Menschen gleich. Das bedeutet, es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Phänotypen, also an äußerlichen Erscheinungen, zum Beispiel wie dein Gesicht aussieht. Und da kann es schnell mal vorkommen, dass jemand die gleichen Gesichtszüge hat, wie ein Mensch, der vor 100 Jahren gelebt hat. Genau so, beziehungsweise so ähnlich, kann man auch Doppelgänger und Zwillinge erklären. Es ist also nicht Zeitreisen, sondern einfach nur Genetik. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, mein wissenschaftlicher Erklärungsversuch hat einigermaßen Sinn ergeben. Mein letzter Bio-Unterricht ist...